Ich werde die nächsten 24 Stunden in dieser Psychiatrie verbringen. Da ist eine Kamera. Da ist eine Kamera. Es ist 20.05 Uhr. Let's go. Die ersten 10 Minuten sind vorbei. Und ich bin noch nicht verrückt geworden. Werde ich noch verrückt? Vielleicht. Oh, ah, ja. Ach ja, ich habe vergessen zu erwähnen, wenn ich es aus irgendeinem Grund nicht schaffen sollte, wegen Kacken, Angst oder was weiß ich was, muss ich meine Haare grün färben. Deswegen schaut dieses Video bis zum Ende an, um zu erfahren, ob ich ein Brokkoli werde oder nicht. Nach dem letzten Video, wo ich 10 Stunden lang Wap Wap von Bibi gesungen habe, haben viele gesagt, ich soll in eine Psychiatrie eingewiesen werden. Und jetzt bin ich in einer Psychiatrie. Ich bin in einer Psychiatrie. Hier bin ich die ganze Zeit drin. Das ist die Ecke, wo ich eigentlich die ganze Zeit chille. Hier ist ein Fenster. Hier ist meine Scheißecke. Hier ist die Tür zur Außenwelt. Lass uns mal testen, wie viele Bottleflips ich hintereinander schaffen kann. Ich bin einfach der Bottleflip-Profi. Ich hoffe, niemand blendet jetzt einen Clip ein, wie ich extra nach London geflogen bin, nur um meinen Bottleflip zu machen und dann genau diesen Bottleflip verkacken. Damit ich hier drin nicht komplett verrückt werde, habe ich ein paar Dinge, die mich entertainen werden. Und eine Sache davon sind Lego! Bruder, ich habe so lange nicht mehr mit Legos gespielt, Digga. Hier haben wir schon mal die Plattform. Ich werde jetzt das heftigste motherfucking Haus bauen. Der Pool von meiner Villa ist schon mal fertig. Ob ich verrückt werde? Nachdem ich noch wirklich krass ADS geschoben habe, war ich nach ca. 30 Minuten endlich fertig mit meiner Villa. Also, darf ich vorstellen, das ist Günther. Und das ist die Villa von Günther. Das ist Günther, sein Pool. Günther fickt dich, Digga. Dann habe ich die Legos aufgeräumt und mich ein bisschen hingelegt. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich über viele Dinge, die in meinem Leben passiert sind, nachgedacht habe. Zum Beispiel darüber, dass ich meine Schule für YouTube abgebrochen habe. Oder zum Beispiel über meine Kindheit. Oder darüber, dass ich Gefangener 593217 bin. Warum 593217? Warum nicht 21614, die Postleitzahl von Onkel Monte? Es ist jetzt eine weitere halbe Stunde vergangen. Es ist 10.30 Uhr. Ich muss jetzt das erste Mal pissen. Deswegen muss ich jetzt in meine Pissecke gehen. Es kommt nicht raus. Komm, komm. Es ist rausgekommen. Das ist jetzt meine Pisse, ne? Beste Toilette, Digga. Dann war es ungefähr 23 Uhr. Ich habe mich dazu entschieden, mich endlich schlafen zu legen. Da ich aber in einer Psychiatrie war, durfte ich die Lichter nicht ausmachen. Aber ich habe ja meine Schlafmaske. Gute Nacht. Digga, ich hoffe, ich kann jetzt richtig lange schlafen. Es ist 2 Uhr, Digga. Und ich wach immer wieder auf, Mann. Und ich merke nicht mal so einen Unterschied, wie viel Uhr es ist. Weil es einfach nur hell ist. Es ist durchgehend hell. Ich bin jetzt aufgewacht. Digga, jetzt ist es irgendwie richtig kacke, Mann. Ich muss auf jeden Fall pissen, ich gehe gleich pissen. Und jetzt frage ich mich so, was macht die Außenwelt und so. Ich würde am liebsten einfach so auf mein Handy gehen. Es ist 11.15 Uhr, Digga. Ich muss jetzt erstmal pissen. Ah, Digga, das stinkt. Pissgang Nummer 2. Jetzt wird's immer gelber. Langsam wird es Zeit für mein Frühstück. Und mein Frühstück ist eine Thunfischdose. Warum mache ich sowas, Bro? Warum? Saftig. Sehr saftig. Und falls ihr euch fragt, von wo ich die ganze mein Essen und so dies, das bekomme. Da oben habe ich ein paar Dinge gelagert. Und die nehme ich mir dann einfach immer wieder, wenn ich was brauche. Während ich meinen Thunfisch fertig gegessen habe, ist mir eingefallen, ich hätte doch auch einfach die fettigen Pommes auf meinem Kopf essen können. Ich weiß aber, was ist falsch mit mir, Bro. Jetzt heißt es Zähne putzen. So putzt man Zähne im Knastland. Aslan, Aslan! Boah, ich werd verrückt. Was mache ich jetzt, Digga?
Was mache ich jetzt? Ist nicht mal 12, Mann. 8 weitere Stunden. Ich muss hier noch 8 Stunden sein, Mann. 8 Stunden, Bro. Ich würde sagen, ich lüfte erstmal hier ein bisschen. Achtet mal darauf, wie glücklich ich darüber werde, dass ich wieder Sonnenlicht sehe. Allein, dass ich diese Helligkeit draußen sehe, Digga, das tut mir gerade so gut. Paar schon wieder. Ei, 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 Macamere, Macamere, ey, Billie Jean, Billie Jean. Das nächste Item, was ich habe, unnützes Wissen, ist ein Buch. Da stehen unnötige Fakten drin. Und ich würde sagen, ich lese mal ein bisschen. Ich habe mir kein Buch genommen, was mich interessiert. Nein, ich habe mir ein Buch genommen, was mich gar nicht interessiert. Unnötiger Fakt Nummer 1. Nachdem der finnische IT-Experte Jerry Jalava bei einem Motorradunfall 2008 einen Finger verloren hatte, ließ er sich einen USB-Stick anstelle einer Fingerprothese einsetzen. Unnötiger Fakt Nummer 12. Das finnische Wort für Mann heißt mies. Bro, du bist so ein mies, Digga. Unnötiger Fakt Nummer 73. An einer Supermarktkasse steht man in Deutschland durchschnittlich 7 Minuten. Oh Mann, okay. Nachdem ich ein bisschen weitergelesen habe, war ich langsam richtig frustriert. Ich werd verrückt! Ich werd verrückt, Mann! Aber ich durfte nicht aufgeben. Ich wollte kein Brokkoli werden. Ich muss diese 24 Stunden schaffen. Oh mein Gott, Digga, was ist denn da passiert? Auf einmal steht abonniert auf der Wand. Ah, dann müsst ihr schon abonnieren, Digga. Dann müsst ihr schon abonnieren. Ich habe hier jetzt einen Block, Digga. Ein paar Stifte, die Stars, damit meine Langeweile ein bisschen vergeht. Ich werde jetzt ein bisschen den Picasso machen. Ich weiß nicht mal, was das sein soll, Digga. Ich komm. Also, die nächsten paar Stunden waren echt die schlimmsten, deswegen muss ich ein bisschen zusammenfassen. Ich habe da ein bisschen weitergezeichnet, dann habe ich Fußball gespielt. Bin pissen gegangen, hab Trauben gegessen. Wollte da ein bisschen schlafen, aber hat nicht geklappt. Gegen 15 Uhr habe ich dann wirklich miese Depris bekommen. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht. Nee. Dann habe ich ungefähr eine Stunde lang Sonnenblumenkerne gegessen. Und dann gegen 16 Uhr ist endlich ein Mensch vorbeigekommen. Meidi? 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 Okay, jetzt nehme ich mein Messer, Digga. Meidi? Oh mein Gott, Digga, Meidi ist da, Digga. Ah. Ich dachte, du kommst nicht, ich schwör sogar. Oh mein Gott, Digga, ein Mensch, Alter. Bro, ich werd verrückt hier, Digga. Wie läuft das Leben im Knast? Ich schwör, es ist so langweilig, gell, wenn du wüsstest. Gestern Abend ging noch so relativ fit, weil ich hab spät gestartet und bin dann schlafen gegangen. Aber Bro, schlafen, ich hab Lichter angelassen. Digga, du verlierst das Zeitgefühl. Du siehst, dort ist eine Uhr, du weißt, wie viel Uhr es ist. Aber du verlierst das Zeitgefühl, weil es die ganze Zeit hell ist, Digga. Ist für ein Spielchen? Ja. Also guck. Das Spiel funktioniert folgendermaßen. Mady stellt mir eine Frage und ich habe 3 Antwortmöglichkeiten. Wenn ich es richtig habe, bekomme ich eine Belohnung. Wenn ich es falsch habe, bekomme ich eine Bestrafung. Wie oft hat Tom Cruise die Schule gewechselt? 8, 15, 26. Wenn du die Frage falsch hast, musst du eine Stunde lang stehen. 5, 4, 3, 2, 15. 15. 15? Ja. Sicher? Ja. So, Freunde, eine Stunde stehen. Die Antwortmöglichkeit war 26. Digga, 26? Wie willst du überhaupt so oft die scheiß Schule wechseln, Mann? Hätte ich lieber gesagt, aber leider ist es doch 15. Oh mein Gott, Digga, Mann. Ich schwör sogar. Boah, ich schwör sogar, ich hab grad so Angst. Ich hab Thunfisch zum Frühstück gegessen. Thunfisch, Mann. Wie viel mehr Männer als Frauen gibt's in China unter 20 Jahren? Prozent. Nein. Das sind Anzahl von Menschen. 8 Millionen, 32 Millionen oder 25 Millionen? Gib mir den Eis, ich hätte 32 Millionen. Wo weißt du das? Scheiße. Oh, geil, Eistee, der. So vergeht die Zeit gleich viel schneller.
Mady hat mir dann noch bis 18 Uhr Gesellschaft geleistet und dann musste er sich leider verabschieden. Piss dich jetzt, Mann! Ja, komm. Nachdem ich dann das 100. Mal pissen war, habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich werde Rapper. Da ich hier in einer Psychiatrie-Gefängnis bin, muss ich Dinge machen, die man tut, wenn man in Psychiatrie-Gefängnis ist. Ich muss Rapper werden. Ich muss Texte schreiben. Mama, ich bin im Habs. Mama, ich bin schon wieder im Habs. Okay, Ali von Zukunft, füge jetzt hier einen Beat hinzu, ja? Ja. 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 Mama, ich bin wieder hinter Gitter. Das schmeckt mir einfach nur bitter. Alle Wände sind weiß, ich zitter. Wieso bin ich wieder hier hinter Gitter? Ich piss in eine große Flasche. Wärter kommt rein, muss machen, was er sagt. Yeah. Ich hab viele Narben in der Brust. Sie fragen, warum hast du gedealt? Ich sag, weil ich muss. Peace out, hab's. Oh mein Gott. Es ist 8. Ich hab geschlafen. Nein. Nein. Ich hab nur noch geschlafen, Mann. Ich hab's geschafft, Mann. Die Leute rufen mich schon an. Oh mein Gott, 24 Stunden in diesem Scheiß Zimmer.